Hallihallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Danny Duddled Flash Trash. Heute mit dem wunderschönen Spiel Bush Royal Rampage. Ja, hier ist nichts von vornehmer Zurückgezogenheit. Hier wird richtig angepackt und selber zur Wumme gegriffen, wie ihr schon an diesem wunderschönen Titelbild sehen könnt. So, wir starten das Ganze. Genau, und was wir machen müssen, wir erfahren erstmal eine kleine Vorgeschichte. Bush reist durch Europa, um Werbung für sich zu machen zur Präsidentschaftswahl. Doch die Queen hat ihre Prioritäten, jetzt ist erstmal Tea Time. Puh, hat er große Ohren. So, aber plötzlich ein Attentat. Terroristen bedrohen die nationale Sicherheit. Und der Friedenspräsident Bush, der lässt es sich natürlich nicht sehen, selbst zur MG zu greifen und kräftig mitzumischen, um das Terroristengesindel auszulöschen. Es geht um das Leben der Queen. Und hier wird vornehm geklatscht von den Schutzmännern. Oh, erstmal hier. Alles. Jawohl, ein guter Schütze. Wir dürfen natürlich keine unschuldigen Zivilisten töten. Das bringt Punktabzug. Nur die Terroristen da hinten. Da, verschwinde. Du auch. Jawohl. So, hier haben wir Ammo. Ammo. So, oh, der Feige hat hier eine Geisel genommen. Vorsicht geboten. Na, na. Ah, die sind schnell. Aber nicht schnell genug für den Double Bush. So, okay, hier haben wir eine neue Waffe. Das Sturmgewehr. Da kann man schon einiges an Zerstörung anrichten. Jawohl. So, hier muss ich aufpassen. Ach Mist, jetzt habe ich die Geisel getötet. Egal, wie sagt man so schön, ein bisschen Schwund ist immer. So, den hauen wir weg. Oh, wow, was ein schöner Stunt. Die Krone wurde beschädigt. Das geht ja mal gar nicht. Genau. Die alte Lady nimmt selber das Segel in die Hand und zeigt dem Besucher aus Amerika mal, wie man das hier richtig macht. Wie man in good old Europe mit Terroristen umgeht. Ich hätte fast Touristen gesagt. Ja, Touristen auch. Oh, hier steht hinten ein Gangsterboss. Ich glaube, der bringt einen Bonus. Jawohl, 10.000 Punkte. Schön. Und hier stand noch einer im Flur. So. Ja, wir müssen ab und zu mal auf versteckte Terroristen achten. Die geben richtig Punkte. Verschwinde. Haha. Zack. Klatsch, 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 klatsch. Nächster Bildschirm. Ach, die Polizei kriegt wieder nichts selber hin. Alles muss man selber machen hier. Damit es hier wieder ordentlich zugeht auf den Straßen von London. Na komm, komm. Da war doch auch einer. Na, trau dich schon. Wo bist du? Da. Telefonzelle. Klatsch, klatsch, klatsch. So, Ja, das Spiel ist doch schon ein bisschen älter, wie ihr seht. Von 2004. Als die Präsidentschaftswahlen Bush gegen Kerry gerade angestanden sind. So, hab ich alle? So, klären wir das Bush-Ding auch noch kaputt. War da noch einer eben? Nee, glaube ich. Oh, sie haben meinen Bus besetzt! Einer weg. Komm, komm, komm. Zwei weg. Drei weg. Und vier weg. Jawohl, danke schön, danke schön. Ein Tanklaster. Kann ich den in die Luft jagen? Ich probier's gleich mal aus. Nee, geht leider nicht. Jetzt gerne eine wunderschöne Explosion verursacht. Moment, da war... Ach, verdammt! Ich habe gerade wieder so einen Versteckten gesehen hier hinten, aber... Jetzt ist er weg. Schade. What? Da war aber noch ein anderer. So, okay. Verschwinde. Du auch. Hier sind wir wohl am Eingang zum berühmten Londoner Hyde Park. Oh, hier ist ja ganz schön was los. Freunde, Freunde. Schweige hinterm Auto verstecken, das würde mir nie einfallen. So. Schade, dass der jetzt nicht mehr da war. Schade. Okay. Da wird einfach voyeuristisch gefilmt von der Presse. Könnte auch den Kameramann hier mal erschießen. Aber es gibt viel Punktabzug, deswegen sollte ich sein lassen.
Bam. So, hier Vorsicht, nicht den Unschuldigen verletzen jetzt. Und warten, bis der Terrorist, der Feige, sich mal wieder zeigt. Ah. Ach, verdammt, jetzt habe ich ihn doch umgebracht. Egal. War wahrscheinlich eh nur ein Tourist. So, schnell nachgeladen. Bam. I get you, Nasties. So. Ist da noch einer? Ja, natürlich, sogar zwei. Und jetzt habe ich schon wieder einen umgebracht. Der nicht umgebracht hätte werden dürfen, eigentlich. Verschwinde! Danke, danke, danke. Oh Gott, wir sind am Eingang zum Buckingham Palace. Ja, wäre Prinzessin Diana damals mit den blöden Paparazzis auch so umgesprungen, wäre sie heute noch am Leben. Ich sag immer, wer nicht hören will, auf die Fresse. Ganz knallhart. Ist halt so. So geht das. Schnell hinter der Limousine verstecken. Ja, ich weiß, dass ich noch nicht alle Terroristen getötet habe. Lass mir doch mal Zeit. Da ist noch wieder... Oh, da ist aber ganz schön was los. Wie kommen die denn alle hier rein? Was ist das für eine Polizeiarbeit hier? Unglaublich. Na komm schon, zeig dich. Bam. Danke, 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 danke. Ich habe noch nicht alle umgebracht. Er sagt mir gerade, ich habe noch nicht alle umgebracht. Wo sind noch welche? Also hier. Guckt euch mal die mit ihrer Handtasche an. Da, da, nimm das hier. So, jetzt muss ich hier die ganzen blöden Bildschirme nochmal durchgucken. Irgendwo scheint noch einer zu sein, den ich noch nicht gefetzt habe. Super, jetzt können wir nochmal alles abklappern hier. Nee. Auch nichts. Ah, ah. Hemmo. Auch keiner? Wie ich mein Glück kenne, ganz am Anfang. Was ist das hier? Wer kriecht? Hey, wo ist denn da noch eine? Oh, da, 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 danke. Da ist er weg. Ja, danke schön, danke. Wir bekommen Applaus von den netten, aber unnützen Hilfspolizisten. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben jetzt alle. Ja, die klatschen. Hier ist auch alles gemacht. Hier, glaube ich, war auch niemand mehr. Danke, danke, danke. Ja. Was bedeutet dieses PB hier eigentlich, frage ich mich. Frage ich mich, ne? Egal. Wurscht. Haben wir es jetzt? Wir haben es! Very well done. You've managed to save the day and the queen. It's tea time. Mmm, pretzels. Oh nein! Busch und Brezeln, das kann nicht gut gehen. Stimmt, daran kann ich mich auch erinnern. So, ja, nette Punktzahl. Wir kriegen noch einen schönen Bonus, weil wir so gut waren. Ja Leute, nettes Spiel, passt gar nicht so richtig in die Kategorie Flash Trash, weil das ist richtig nett. Ja, das war's mit Bush Royal Rampage, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut, tschüssi!